Willkommen zurück zu A New Beginning, dem Neuanfang. Wir sind wieder Band und wir haben jetzt den Kellerschlüssel gefunden und gehen entsprechend vor die Haustür nach draußen. Ein kleiner Schritt für Band, ein großer Schritt für seine hoffentlich baldige psychische Genesung. Er wollte das Ganze hinter sich lassen, vielleicht ist das aber keine gute Idee. Ich hoffe, im Hintergrund hört ihr gerade nichts, da draußen schreit gerade jemand rum. Laut wie ein Esel schreit da jemand. Egal. Wir gucken in den Keller hinein. Wie lange war ich hier unten nicht mehr drin? Ich weiß nicht. Willst du uns nicht sagen? Wir können das nicht wissen. Okay, er weiß auch nicht, dass wir da sind, also... Oh. Ein bisschen karg. Und irgendwie ist immer im Vordergrund irgendein Müll, damit man nicht sieht, was da ist. Na gut. Gehen wir wieder, ne? Nee. Die Tür können wir nicht schließen, das heißt, dahinter kann auch nichts versteckt sein, das ist schon mal gut. Ansehen. Eine Abdeckung. Hier liegt mein altes Leben begraben. Och, wie melodramatisch. Wegziehen. Dann wollen wir mal sehen. Und ich hatte jetzt irgendwie ein Modell erwartet oder so. Heimlabor. Ansehen. Wie viele Sommernächte ich hier unten saß und auf Algenzellen gestarrt habe. Habe ich wirklich mal geglaubt, ich könnte die Welt verändern? Oh, die Musik. Die melodramatische Stimmung. Voll bittersüßer Melancholie. Und im Vordergrund die Spinne, die sich abseilt. Das hat einfach alles gepasst. Ja, Bent, wie sieht's aus? Möchtest du mal wieder ein bisschen arbeiten? Einfach der alten Zeiten willen. Die Versuchung ist groß. Aber ich habe Barney und Dr. Angus versprochen, meinen Ruhestand zu genießen. Haha, genießen, klar. Wenn man sich das so anguckt, kann man sich kaum vorstellen, dass man hier genug Licht hat, um zu arbeiten. Es sieht alles so trüb und dunkel aus. Das hier oben sieht auch noch eine Lampe aus, aber... Ach, eine Kommode, noch extra was. Ansehen. Da war mal noch mehr Laborausrüstung drin. Das meiste hat Barney wieder zur Station zurückgebracht, damit ich nicht auf dumme Gedanken komme und weiterarbeite. Nein! Arbeiten? Oh Gott! Öffnen. An durchsuchen. Hey, da war ein Schraubenzieher drin. Dich nehme ich doch mal mit. Gut, wir haben noch einen Schraubenzieher. Das heißt, wir hätten die Schraube doch noch anziehen können. Beziehungsweise hätten wir nicht Akten. Er hat ja gesagt, dass die sich nicht mehr festziehen lässt. Als Meta gesehen hat, dass ich meine Akten mit in den Urlaub nehme, hat sie nur gelacht und gesagt, solange mein Büro zu Hause ist, kann ich wenigstens keine Affäre mit meiner Sekretärin anfangen. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie hätte mich mal angeschrien, anstatt mich immer bei allem zu unterstützen. Ach je, sogar das... Na wohl, vermissen kann man nicht sagen, sie hat ihn ja nie angeschrien, wie es scheint. Lesen. Studien zur Photosynthese, Baupläne für Gewächshäuser, chemische Daten... Ich kenne sie alle auswendig. Wozu legt man dann noch Akten an, wenn man sowieso alles auswendig kann? Heimlabor, noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Ach doch, eine Uhr. Boah. Ha, wie passend. Stehen sie geblieben. Ist um kurz vor 12 stehen geblieben. Kurz vor 12. Das heißt aber auch kurz vorm Neuanfang. Nicht nur kurz vor Ende. Stellen. Die Symbolik ist beunruhigend. Aber bis in alle Ewigkeit 5 vor 12 ist immer noch besser als irgendwann 5 nach 12. Nach dem Motto, dann ist es zu spät. Und wir schauen hinter die Lattentür, hinter der es erstaunlicherweise auch hell ist. Den kleinen Schuppen habe ich für Duwe und Meta gebaut. So waren mir ihre Sachen beim Arbeiten nicht im Weg. Ja, sieht man. Das können natürlich auch seine Sachen sein, aber, ne? Ich kann nichts sehen, er steht davor. Hier nochmal ein bisschen. Ach, ein Fahrrad. Noch was? Fahrradschlauch. Ach so. Das ist aber ein toller Keilriemen. Fahrrad. Ah, Duves Fahrrad. Das alte Ding. Wie wir damit zusammen den Fjord runtergefahren sind, die Küste entlang, runter zum Meer. Die Atlas wurde damals gerade umgebaut. Und während ich auf meine neuen Aufgaben wartete, hatte ich alle Zeit, um dem Jungen ein guter Vater zu sein. Komisch, wie sich alles verändert. Ich muss mal lernen, da nicht mehr dazwischen zu quatschen. Ich muss ja sagen, ich wollte gerade fast sagen, wie konnte er mit
Ich wollte gerade sagen, sozusagen. Wie konnte er mit einem Fahrrad mit ihm zusammen das sozusagen die Küste runterfahren? Aber so als Vater ist es ja so, dass man da meistens eher nebenher läuft noch. Zumindest kommt drauf an, wie jung der Junge war. Naja, wir klauen jetzt dem armen Kerl noch den Fahrradschlauch. Ein alter Fahrradschlauch. Nicht ohne das entsprechende Werkzeug. Hä? Ach so, mit dem Schraubenzieher geht das. Das weiß ich aus Erfahrung. Ich habe genug Fahrräder repariert. Zumindest... Mal sehen. Oh. Hallo? Mist. Oh. Ja? Ben Svensson? Das ist doch ein Dir aus der Zukunft. Warten Sie, ich komm schon. Na, dann erzählen Sie mal. Was schleichen Sie hier rum? Ich komme aus der Zukunft, ja klar. Sie haben mich ganz schön erschreckt. Das wollte ich nicht. Bist du Ben Svensson? Ja, schon, aber... Kennen wir uns? Kennen wir uns? Ich kenne deine Arbeit. Das ist auch der Grund, warum ich dringend mit dir sprechen muss. Nichts ist so dringend, als dass man sich nicht vorher anmelden könnte. Was ich mir auch abgewöhnen muss, ist, wie in Skyrim erst alles vorzulesen. Er macht das ja sowieso. Ne? Okay, ist das hier gerade da drüben? Netter Aufzukommen vom Militär. Warte, ich bin beschäftigt. Ja, lass erstmal den Vorgang reparieren. Das Problem ist, wir können ja, haben den Kairim immer noch nicht, glaube ich. Na gut, wir gehen einfach der Reihe nach durch, denke ich mal. Worum geht's denn? Ich brauche deine Hilfe. Dann sind Sie hier falsch. Ich bin im Ruhestand. Es ist aber sehr, sehr wichtig. Es steht viel auf dem Spiel. Ja, gut. Aber lassen Sie mich zuerst meine Arbeit beenden. Ich lasse nur ungern Sachen unerledigt. Aha. Ist das etwa Ihr Hubschrauber? Ich dachte, ich mach's schon wieder. Ich weiß, tut mir leid. Ist das etwa Ihr Hubschrauber da drüben? Er gehört einem Freund, glaube ich. Einem Freund? Ach so, den hat sie wahrscheinlich geklaut, als sie in die Vergangenheit gekommen ist. Netter Aufzug. Kommen Sie vom Militär? Nein, ich bin von einer anderen Organisation. Sie könnte auch vom Strahlenschutz sein, so wie sie aussieht. Warten Sie bitte einen Augenblick, ich bin beschäftigt. Aber... Je schneller Sie mich an die Arbeit lassen, umso schneller habe ich Zeit für Sie. Ach, guck mal, kaputter Schraubenzieher und Fahrradschlauch. Können wir noch mal kurz reinschauen? Fahrrad. Können wir es noch mal betrachten? Vielleicht ist jetzt was anderes. Ah, ah wie wir doch da nicht. Die At- und schon komisch. Okay. Dann gehen wir mal eben unseren Fogger reparieren. Was auch immer das ist, ich weiß es immer noch nicht. Irgendein Motor, betriebenes Gartengerät wohl. So, dann schauen wir doch mal rein. Was müssen wir denn alles machen? Wir müssen einmal ölen und wir müssen den Keilriemen natürlich in Anführungsstrichen reinsetzen. Der vermutlich haargenau passen wird. Mist, zu lang. Oh, oder auch nicht. Können wir den auch wieder verknoten? Das ergibt aber eigentlich keinen Sinn. Ein alter... Können wir den vielleicht um das Ding hier rumwickeln? Ha, und dann? Ich weiß nicht. Dann wäre er vielleicht ein bisschen kürzer. Ah, Schwachsinn. Ja, du sollst auch nicht mit sich selbst kombinieren. So. Das ist ja total verrostet. So, das müsste funktionieren. Was macht man dagegen, wenn ein Schlauch zu lang ist? Verknoten scheint ja nicht zu gehen. Was können wir hier noch machen? Die Arbeit hat ihn kaputt gemacht. Jetzt ist er zu nichts mehr zu gebrauchen. Wie ein gebrochener alter Mann. Allein an einem Fjord. Also langsam reicht's aber. Schlüssel. Können wir den vielleicht mit dem alten Schlauch irgendwie kombinieren? Ich weiß zwar noch nicht so recht, wie das gehen soll, aber... Da ist nichts mehr zu machen. Ich hoffe, ich finde einen Ersatz im Keller. Mal sehen. Was soll ich jetzt damit anfangen? Mist, zu lang. Nein. Es bewegt sich wieder reibungslos. Na gut. Er ist zu lang. Kann ich jetzt vielleicht... Die Arbeit hat ihn... Kann ich jetzt vielleicht... Vielleicht, wenn ich den Schraubenzieher irgendwo festmachen könnte. Ah, in das Loch hier? Passt.
Naja, dann warst du doch gar nicht so falsch, dass wir den da rumwickeln. So, jetzt müsste es doch eigentlich passen, ne? Angucken. Nicht gerade der Stein der Weisen, aber wirklich dumm ist das auch nicht. Könnte klappen. Jetzt kriegst du nur die Klappe nicht mehr zu. Wahrscheinlich geht's trotzdem. Wir probieren's mal. Wenn das jetzt nicht klappt, dann muss ich dem Spiel zumindest gönnen, dass es sehr detailreich ist. Jemand muss die Klappe festhalten, sonst springt der blöde Schraubenzieher wieder raus. Na nö. Könnten wir nicht... Ich die drehe Frau... mich im Kreis. Womit ich... Okay. Das heißt, das hier funktioniert nicht. Einfach mal zur Demonstration, wenn wir das jetzt starten. So, jetzt aber. Und? Ah, verdammt! Jemand muss die Klappe festhalten, sonst springt der blöde Schraubenzieher wieder raus. Gut, dann fragen wir doch mal die liebe Frau dort unten um Hilfe. Denke ich mal. Hubschrauber. Ach, da unten ist sie. Wir gucken uns aber erstmal den Hubschrapp an. Ist das eine Satellitenschüssel? Seltsames Ding. Jo. Was auch immer da drin sein sollte, es geht mich nichts an. Satellitenschüssel können wir alles nicht extra angucken. Aber dass die noch hier draußen rumläuft, sagt schon einiges. Sie sieht verstört aus. Außerdem trägt sie diese merkwürdige Uniform. Wer ist sie? Was will sie von mir? Das finde ich an Adventures immer so schön. Man steht neben einer Person und sagt ganz laut so, was man über sie denkt. Also, das würde man doch im echten Leben nie machen. Stellt sich neben jemand, also, der ist aber vielleicht hässlich. Was macht der hier bloß? Der sieht hier total fehl am Platz aus. Okay, reden. Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Ist das wirklich wichtig? Ich habe nicht so viel Zeit. Wenn Sie wollen, dass ich Ihnen helfe. Ja, schon gut. Was muss ich tun? Kommen Sie einfach mit nach oben. Ja, hat ja auf Anhieb funktioniert. Ich bin erstaunt. Da wären wir. Was ist das für eine Maschine? Der Fogger sorgt dafür, dass das Holz bis zum Winter gesund bleibt. So, ich brauche Sie jetzt hier vorne. Sie müssen die Klappe darunter drücken, während ich den Schalter hinten bediene. Meinen Sie, Sie kriegen das hin? Na klar, von mir aus kann's losgehen. Na, ich frage mich, ob sie motorbetriebene Geräte kennt. Ich meine, so aus der Zukunft und so. Und das macht also einen Fogger interessant. Hey! Was? Stopp! Oh oh. Aufhören! Umwelt! Beruhigen Sie sich doch. Das gehört so. Bist du verrückt? Schalt sofort die Maschine ab! Guter erster Eindruck. Perfekt. Oh. Naja, das kommt leider vor. Aber wenn man die Schädlinge loswerden will, gibt es keine Alternative. Und das Holz brauche ich zum Heizen. No. Ich brauche sie doch nicht. Na super. Besuch von Madame Hypersensibel. Aber der arme Vogel klebt da im Schwarz-Weiß-Bild immer noch oben links. Die Bartin. Wie schnell hat die den begraben? Warten? Ist das etwa eure Standardantwort auf alle Probleme? Hä? Ich gehe noch mal hoch. Ist hier irgendwas Interessantes? Im Sommer hat Meta oft allein und... Nee, schade, das kennen wir schon. Gut, ich denke, dann gehen wir einfach runter. Das ist also ein Fogger, interessant. Das heißt, der stößt Gas aus, um Schädlinge Soll er die ausräuchern vielleicht? Deswegen hat er so gequalmt. Aber komm, wie hat die das so schnell hingekriegt? Sie hat doch tatsächlich den Vogel begraben. Wie ein kleines Mädchen. Oh, wahrscheinlich kennt die überhaupt keine echten Vögel mehr. Sie sieht verstört aus. Fremde Frau ansprechen. Kommen Sie schon. Was soll der ganze Aufstand? Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht kannst du mir doch nicht helfen. Helfen? Wobei denn helfen zum Kuckuck? Ich bin im Ruhestand. Ich helfe niemandem mehr. Oh, bitte. Gucken Sie mal nicht so traurig. Am besten wäre...
Was? Boah. Was ist mit ihnen los? Spuckt sie erstmal Blut. Bring mir ein Glas Wasser. Was soll ich denn das hernehmen? Ich hab doch nichts im Haus. Boah. So, und ob die Frau verblutet oder nicht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag.